Servus Leute, heute mal die Erklärung, wie benutze ich richtig den Kleber von clownkleber.de. Also die Handhabung mit Kartusche und Pistole. Wenn ihr eine neue Packung aufmacht, Deckel ab, Sicherung weg, Kanüle drauf, fertig zum Kleben. Jetzt ist es wichtig, die Pistole haben wir schon benutzt, Kanüle nach dem Kleben nicht abmachen, sonst verkleben die Kanäle. Also das ist der Schutz, dass der Kleber weiter gut funktioniert. Jetzt, wenn ihr die Kanüle abmachen wollt, wenn sie zufällig, die geht jetzt leicht ab, weil nach dem Kleben immer eine Umdrehung aufmachen, dann verklebt da auch nichts drinnen. Aber falls es zufällig zu fest wird, mit einem 13er Schlüssel kommt ihr da perfekt hin und geht locker auf. Also aufmachen, die gebrauchte Kanüle nicht wegschmeißen, weil mit der könnt ihr schön den Kleber, der überschüssig an der Seite rauskommt, perfekt an der Klaue zurechtstreichen. Kanüle ist drinnen. Hängt davon ab, von der Clown-Oberfläche, wie viel Kleber ihr braucht. Jetzt habt ihr 1, 2, 3 Sekunden, den Klotz auf die Klaue zu tun, nicht mehr hin und her bewegen, den Überschuss wegstreichen und in 2 Minuten soll es fest sein. Nochmal das bis zum nächsten Kleben drauf lassen. Eine Umdrehung könnt ihr es aufmachen, ansonsten, wenn es fest wird, mit dem Schlüssel. Den Kleber am besten bei 20 bis 25 Grad lagern und dann gibt es keine Probleme. Funktioniert Sommer, Winter, Frühling, Herbst und ist eigentlich für mich der beste Kleber auf dem Markt. Kommt aus Italien, der Hersteller. Ihr könnt ihn bei mir bestellen, beim Hersteller bestellen, wie ihr wollt. So, das war's von mir. Falls ihr noch Videos sehen wollt von irgendetwas über die Clownpflege, einfach Kommentare schreiben. Servus!